Ja, ich kann nicht verstehen, wie man als Verteidigungsministerin in diesen Kriegszeiten auf die Idee kommen kann, in den Sylt-Urlaub zu fahren, während die Ukrainer uns ja anflehen, dass wir ihnen schwere Waffen liefern, war sie im Beachhaus Sylt unterwegs, wie ich gelesen habe. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr unsensibel und auch instinktlos. Es ist nicht so, dass ich jetzt denken würde, dass so eine Verteidigungsministerin keinen Urlaub verdient hätte oder dass sie in der Kaserne die Munitionskisten packen soll. Aber ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es das absolut falsche Signal. Zum einen an unsere Bevölkerung. Es kommt so ein bisschen rüber, als ob das alles gar nicht so schlimm sei, obwohl in 2 Flugstunden entfernt immer noch Krieg herrscht. Aber noch viel schlimmer, es ist ein ganz schlechtes Zeichen in Richtung der Ukraine, denen wir damit zeigen, wir helfen euch eigentlich nicht so, wie wir es können. Und das ist für mich unverständlich, instinktlos und hat mich geärgert. Für mich ist das ein Symptom für eine viel tiefer angelegte Malaise in der deutschen Politik. Die vielbeschworene Zeitenwende in der deutschen Politik gibt es nämlich gar nicht. Die ist nicht angekommen in den Köpfen, weder beim Kanzler noch bei seinem Kabinett. Ich habe auch den Eindruck, noch bei der CDU. Also die machen, alle machen ihre Geschäfte. Die SPD ist wieder zurückgefallen. Wenn ich mir Sigmar Gabriel anschaue, ist wieder zurückgefallen in Vor-Ukraine-Denken und verteidigt Dinge, die nicht zu verteidigen sind. Ich habe jetzt im Daily Telegraph einen Kommentar gelesen, der hat mich wirklich gerissen. Da schreibt ein englischer Kommentator, man müsse darüber nachdenken, Sanktionen gegen Deutschland zu verhängen. Sanktionen gegen Deutschland, nicht gegen Russland, weil eben Deutschland nicht in die Schuhe komme in diesem Konflikt, weil Deutschland nicht bereit sei, die Energieimporte aus Russland zu beenden und weil Deutschland den alten Stiefel weitermache. In der Analyse stimme ich ihm zu, bei den Sanktionen allerdings muss ich sagen, das ist natürlich eine krasse Geschichte, aber wenn im Ausland schon so gedacht wird, wird sicherlich nicht nur beim Daily Telegraph so gedacht, sondern es gibt überall Probleme, was das Ansehen Deutschlands angeht. Und wenn die Verteidigungsministerin Urlaub macht, ich weiß gar nicht, wie man in Sylt in ein Beachhaus gehen kann. Gibt es da ein Beachhaus? Komischer Name für Sylt. Das kann jedenfalls, ich nicht beantworten. Ich auch nicht. Uli, jedenfalls, aber bleiben wir noch einmal bei Frau Lambrecht, ja, bevor wir zu den Sanktionen kommen. Und da würde ich natürlich dich gerne fragen, Viktor, eigentlich ist es doch so, wenn bei einem die Hütte brennt, ja, da bleibt man ja auch zu Hause und fährt nicht in den Urlaub. Dementsprechend, wie kann es denn sein, was ist das auch für ein Symbol an die deutsche Bevölkerung, dass Frau Lambrecht jetzt als Verteidigungsministerin meint, Urlaub machen zu müssen? Es ist ein Symbol für mangelnde Lernfähigkeit, denn Frau Lambrecht ist Teil der Ampelkoalition und hat gerade Schmerz verlebt, wie eine Ministerin in ihrem eigenen Kabinett zurücktreten musste wegen eines Urlaubs in einer Krise. Und was macht sie eine Woche später, wie Herr Steiniger völlig richtig sagt? Sie fährt in Urlaub. Wie blöd kann man eigentlich sein? Also ich habe gedacht, wo ist der Lerneffekt? Überhaupt nicht da. Wahnsinn. Und dann auch noch mit Bärbel Baas, der SPD-Bundestagspräsidentin. Also dümmer geht's nicht. Bela, dümmer geht es nicht, sagt Viktor. Du als Kommunikationsberater, hättest du ihr geraten, ins Beachhaus nach Sylt zu fahren? Nein, natürlich nicht, weil ich meine, so viele Politiker haben Ärger mit ihren Urlauben gehabt. Jeder weiß doch, was da auf einen zukommt. Herr Steiniger kennt es auch. Ich meine, sein Nachbarstaat NRW, da waren 3, glaube ich, Minister oder Ministerinnen aus Nordrhein-Westfalen auf Mallorca-Urlaub, während die Menschen in der Ahr ertranken. Also auch da gab es natürlich entsprechende Vorgänge, die zu kritisieren sind. Und hätten sie sicher auch getan, Herr Steiniger. Aber insofern, jeder weiß, auch wenn er als Politiker in so einer Phase nach Sylt fährt, dass er sich Ärger einholt, weil Sylt als Urlaubsinsel der Reichen und der Schönen gilt. Es gibt auch andere Ecken, das wissen wir auch alles, aber sowas kommt immer raus, das wissen wir aus verschiedenen anderen Urlauben und es gibt immer eine Skandalisierung. Auch eine Verteidigungsministerin hat mal Urlaub verdient, das ist richtig, nur es gibt einfach das falsche Signal. Es kann, wie hier an dieser Stelle natürlich, politisiert werden und das muss man wissen, denn wenn man seinem Gegner eine solche Vorlage gibt, dann verwandelt er sie natürlich auch. Aber weil Uli das ja hier auch ein bisschen auf die Metaebene gezogen hat, dann muss man ja auch eins mal sagen, ich meine, die Armee, was auch immer der lieben Frau Ministerin vorgeworfen wird, die ist doch nicht im Zustand, weil sie seit 3 Monaten da Verteidigungsministerin ist, sondern, lieber Steiniger, das müssen Sie schon mit Ihrer Partei da zurechnen lassen, denn Sie haben mit der CSU alle Verteidigungsminister der letzten Jahre seit 2005, also kann ja jeder nachrechnen, gestellt. Und die Armee ist in diesem beklagenswerten Zustand, weil erst der Jung da war, dann war Herr Guttenberg da, dann war Herr de Maizière da, dann war Frau von der Leyen da und dann war Frau Kramp-Karrenbauer da. Und die haben es irgendwie alle nicht hingekriegt, die
Armee in einen Zustand zu versetzen. Einer hat noch die Wehrpflicht abgeschafft, dass sie jetzt verteidigungsfähig ist. Und da muss man sagen, das sollten wir auch nicht ganz ausklammern vor dem Hintergrund dessen, dass wir hier verschiedene andere Themen mitdiskutieren. Ist, glaube ich, schon. Also ich nehme die Kritik. Bitte verteidigen Sie nichts, was nicht zu verteidigen ist. Es würde mir fernliegen, etwas zu verteidigen, was nicht zu verteidigen ist. Ich erinnere mich noch gut an den CDU-Bundesparteitag. Es war mein erster, als uns zu Gutenberg erklärte, warum wir jetzt die Wehrpflicht abschaffen müssen. Und alle standen auf den Tischen und haben ihm zugejubelt. Ja. Also, da muss man sich auch mal überlegen. Da müssen wir uns schon auch selbstkritisch natürlich überlegen, in was für einer Zeit war das. Gleichzeitig will ich natürlich schon eins sagen. Am Schluss geht es natürlich auch nur mit Geld. Und wenn ich mir anschaue, wie wir die Diskussion über das 2%-Ziel in den letzten Jahren geführt hatten, dann war die Union die einzige Partei, die das 2%-Ziel immer wieder auch gefordert hat. Und wir natürlich in der Problematik waren, dass es insbesondere bei der SPD keine große Zustimmung hatte. Früher sind die Panzer der Bundeswehr als Sparbüchsen benutzt worden. Ja, das haben sich ja immer mehr stillgelegt worden. Da sind ja höchstens noch die Hälfte der heutigen Panzer vor allen Dingen unter Schwarz-Gelb übrigens nutzbar. Naja, Schwarz war auch mal dabei. Ja. Und insofern, also man muss das schon selbstkritisch, Sie sind ja auch bereit dazu, wie man merkt, das muss man selbstkritisch betrachten. Heute, nachdem der Krieg in der Ukraine ist, sieht man vieles anders, ich auch. Man sieht vieles anders, aber man muss bereit sein, drüber zu reden. Aber Sie haben gerade was sehr Spannendes gesagt, Herr Steiniger. Sie haben gesagt, es braucht Geld, das haben Sie ja gerade gesagt. Wir haben ja jetzt das Geld, wurde jetzt bereitgestellt. Was ich mich aber manchmal frage, braucht es Geld oder braucht es auch besseres Management? Ich habe mir mal angeschaut, wie schlecht eigentlich unser Etat ist. Und wenn man es zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Russland, vergleicht, haben wir jetzt gar nicht so viel weniger Ausgaben für Militär als beispielsweise andere Länder. Dementsprechend muss man nicht auch sagen, es wurde jetzt einfach mal so, als Bürgerin habe ich mich jetzt wirklich gefragt, so, wir geben jetzt mal hier 100 Milliarden los. Aber muss man nicht erstmal überlegen, okay, wo sickert denn Geld durch? Was muss man besser machen? Einen Plan aufstellen? Fehlt nicht vielleicht eher der Unternehmergeist in der Bundeswehr als das Geld? Ich glaube, man muss beides machen. Man muss auf der einen Seite das Geld zur Verfügung stellen, aber dann muss man halt auch dazu kommen, dass man das Geld effektiv dann auch ausgibt. Und Sie wissen, wir haben das Beschaffungsamt in Koblenz. Da sind, sage ich mal, die Wege durchaus bürokratisch. Eine Monster-Behörde. Die machen aber ehrlich gesagt auch nur das, was wir ihnen als Politik vorgeschrieben haben. Oh ja. Sprich, im Panzer muss auch die 9 Monate schwangere Frau, die als Soldatin unterwegs ist, vor Abgas unterkommen. Eigentlich irre so etwas. Ja. Und wenn diese Krise ein Gutes hat, dann ist es hoffentlich, dass wir da mal mit dem Stahlwesen durchgehen. Nena fragt ja nach einem gemeinsamen Spirit, um zu überlegen, was man mit dem Geld anfängt. Das gibt es ja nicht bisher. Diese gemeinsame Runde der Bundestagsparteien, wo sie sich zusammensetzen und gemeinsam besprechen, ist nicht nur eine Regierungsaufgabe, da das ja ins Grundgesetz gehen soll und auch das Grundgesetz verändert werden muss. Mit einer Zweidrittelmehrheit müssen mindestens die Union noch dran beteiligt werden. Und das kann man schon erwarten, aber das ist ja nichts passiert. Also es gibt einen Beschluss für die Beschaffung eines neuen Jagdflugzeugs und das war es erstmal, wenn ich es richtig sehe. Wobei, so stimmt es tatsächlich ehrlich gesagt nicht, weil also intern verhandeln wir als größte Oppositionsfraktion natürlich derzeit mit der Ampel. Ich höre aus den Gesprächen, dass das etwas ruckelt, weil die Ampel so die 100 Milliarden gar nicht nur für die Bundeswehr ausgeben will, sondern da vielleicht auch noch ein paar andere Ideen hat, wo das Geld unterkommen soll. Und uns ist eben wichtig, die 100 Milliarden Euro sollen komplett für die Streitkräfte ausgegeben werden. Wir brauchen bessere Beschaffung, das, was Sie gerade eben genannt haben. Und von daher sind wir immer zu Gesprächen bereit. Herr Steiniger, die Ampel hat den Bildungsetat um 17% gekürzt. Was sagen Sie dazu? Tja, es wäre jetzt nicht meine Priorität. Ich kann sagen, seit ich im Deutschen Bundestag... Nicht Ihre Priorität, Bildung. Andersrum. Meine Priorität wäre nicht gewesen, hier zu einer Kürzung zu kommen. Ja. Ich bin seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. In der Zeit haben wir diesen Etat verdoppelt gehabt. Von daher würde ich mir wünschen, dass wir da ein Stück weit mehr Kontinuität hätten. Aber wenn Sie in so einem riesengroßen Haushalt mit mehreren 100 Milliarden Euro durchgehen, da finden Sie schon in ein paar Ecken auch Geld, das man einsparen könnte. Aber Herr Steiniger, das würde mich interessieren. Ja. Sie sind ja Finanzfachmann. Sie sind im Finanzausschuss, sind da ja auch Experte. Wir haben ja erlebt, und das meine ich jetzt ohne parteipolitische Kritik, wirklich, dass aber es verschiedene Versuche gegeben hat bei der Bundeswehr, diesen Milliardenflüssen irgendwie auf die Spur zu kommen. Ursula von der Leyen hat das wirklich intensivst versucht, indem sie halt McKinsey reingebracht hat. Am Ende ist das auch schiefgelaufen, aber sie hat zumindest versucht. Mhm. Und trotzdem hat man das Gefühl, hier gibt es Milliarden, die reingesteckt werden in die Bundeswehr, die aber trotzdem ineffizient gebraucht werden, verbraucht werden. Braucht es nicht eine stärkere auch Aufsicht, finanziell, Finanzaufsicht über die entsprechenden Ausschüsse, dass man sagt, wir kontrollieren wirklich mal genau, wie die Durchflüsse und Abflüsse sind?
tatsächlich, sage ich jetzt mal, als Bundestagsabgeordneter genau das Gegenteil. Mhm. Also ich beschneide jetzt eigentlich meine eigene Kompetenz. Es ist also so, Investitionen in der Bundeswehr ab 25 Millionen Euro müssen durch den Haushaltsausschuss. Mhm. So, das führt dazu, dass jede größere Investition, 25 Millionen im Rüstungsbereich, ist ja dann auch schnell weg. Ist ein Deal dann. Muss sozusagen immer jeweils für den Ausschuss aufbereitet werden, kommt dann erst in eine Sitzung, wird dann da entsprechend formell auch durchdiskutiert. Das heißt, uns wird auch, sage ich mal, aus dem Apparat selbst zurückgespiegelt, dass natürlich diese Dinge auch dafür sorgen, dass am Schluss, sage ich mal, eben nicht so schnell aufgrund des Haushaltsrechts agiert werden kann. Mein Thema ist, wir sind in so einer existenziellen Krise und ich glaube, viele haben es noch gar nicht kapiert, in was für einer existenziellen Krise wir sind, dass wir einfach ganz viel neu denken müssen und dazu gehört aus meiner Sicht auch sowas wie Vergaberecht, wie Beschaffung, wie Bürokratie. Und, also schneller werden. Schneller werden, Dinge auch abschaffen. Ja. Und nochmal das Beispiel, es ist so, dass bei der Vergabe dieses einen Panzers auch die schwangere Frau im 9. Monat hätte drin fahren. Es fehlt, glaube ich, insgesamt an der verständigen Aufsicht von Leuten, die was von der Sache verstehen. Also wir haben ja mitgekriegt, was für enorme Beträge durch Beratungsunternehmen im Verteidigungsministerium, insbesondere bei von der Leyen, abgezockt worden sind. Hunderte von Millionen jedes Jahr mit null Ergebnis, muss man sagen, wenn man es von draußen betrachtet. Aber unter solchen Bedingungen greifen natürlich die Rüstungskonzerne auch schamlos zu. Die nehmen Preise, die sie kriegen. Und wenn niemand da ist, der sagt, ein Panzer, den ihr für 500 Millionen verkaufen wollt, den könnt ihr auch für 250 Millionen verkaufen. Wenn das gezahlt wird, machen die es auch. Und deshalb versickern da so ungeheure Beträge, ohne dass man einen Effekt merkt.